Hey ho, heute machen wir mal wieder Baby Back Ribs. Und zwar habe ich noch welche von My Steak Shop da. Und die werden zubereitet sous-vide und vom Mini Kamado. Ja, geplant sind ja so 5-6 Stunden sous-vide bei 85 Grad. Ob es nachher bloß 4 Stunden sind, mein Gott, dann sind es bloß 4 Stunden. Und dann mit ordentlich Dampf von unten. Danke, mein Schatz. Ja, die crasht mir mit ihrem Handy immer das Video. Gut, gehen wir rüber, schneiden wir sie in der Mitte auseinander, weil in der Länge kriegen wir sie nicht auf dem Mini Kamado und tun wir sie einwappen. Ja, da haben wir die Leiterstränge schon ausgepackt, abgetupft und ja, inspiriert habe ich mich davon lassen von einem Video vom Professor Taste. Und ja, da haben wir gesagt, Mensch, machen wir auch mal sous-vide und tun es dann auf dem Mini Kamado, der ja, relativ schnell so einen schönen Schub hat. Ja, dann noch angrillen. Gut, tun wir sie halbieren. Silberhaut lasse ich jetzt auch einmal dran. Soll ja bekanntlichermaßen, wie er gesagt hat, viel saftiger sein. Naja, wir werden sehen. Und das Beste hoffen. So. Ja, eigentlich kann das Brett schon weg. Das stört mich dann nicht mehr. Ich nehme den Rip-Rub, was ihr dazu nimmt, muss jeder für sich selber wieder entscheiden. Das ist natürlich reine Geschmackssache. So, dann kommen schon unsere Sous-Vide-Beutel zum Einsatz. Ja, Leute, und Vorbereitung soweit komplett fertig, also können wir sie hier ins Sous-Vide-Becken reinschmeißen. Gut, hat jetzt erst 59 Grad, aber das ist jetzt wurscht. Dann kriegen sie wenigstens gleich den 85 Grad Vollschock. Man hätte sie jetzt natürlich noch ein bisschen einziehen lassen können, den Wap, aber das ist ein geschlossener Beutel. Was soll da großartig, ja, passieren, hätte ich jetzt fast gesagt. Ab ins Wasserbecken. Zeit fängt dann zum Laufen an, sobald seine 85 Grad erreicht hat. Ja, abwarten, bis Zeit abgelaufen. Und dann rüber auf dem Mini Kamado. Ich hätte natürlich auch hier auf dem Oberhitzegrill machen können, auf dem Steakburner hinterher, aber naja, Entschuldigung, mittlerweile macht der Mini Kamado halt doch Spaß. So, Freunde, ordentlich angefeuert. Tu jetzt erst einmal das Hitzeschild rein,
das, was ich vom Räucheronkel was genau mir bestellt habe. Dann dieses Doppelgitter. Also wir tun dann je ein Rib unten, ein Rib oben. Dann machen wir den Deckel zu. Oben auf, unten komplett auf und dann lassen wir ihn erst einmal jetzt ordentlich durchfeuern. So Freunde, die Zeit ist abgelaufen. Wir machen jetzt erst einmal das erste Packel auf. So, und holen unsere Ribs raus. Natürlich komplett blass noch. Aber das macht gar nichts. Die werden jetzt gleich einmal mit Ahornsirup begossen. Und dann kommen sie bei Volldampf auf den Grill. So, und dann können wir rüber zum Grill gehen. Den Grill, ja, relativ Volldampf. Jetzt sind wir bei 350 Grad. Hui! Also der schmeißt eine gute Höllenhitze. Läuft die Cam? Ja, ab und zu muss ich mich halt da doch vergewissern. Und da tun wir die jetzt einfach nochmal draufpacken. Ja, verreckt, das geht. Geht jetzt rasend schnell. Zwei Minuten, wenn überhaupt. Und dann sind sie soweit fertig. Ja, ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen glasieren und tun wir sie noch, ja, andersrum reinlegen, also die Oberseite nach unten. Habe ich gerade so entschieden. Ja, Leute, einmal noch mal drüber glasiert. Die legen wir aber jetzt beide hier oben rein. Ja, unten sind sie doch jetzt etwas dunkler schon geworden. Also nur noch mal ganz kurz. Und dann können wir essen. Fertig sind die ersten zwei und die zweiten mache ich jetzt auch gleich fertig. Wenn ich übrigens jetzt ein bisschen zerrupft aussehe, das liegt daran, dass ich ja so zwei Stunden lang die Couch vorher getestet habe. Aber hier machen wir gleich nochmal ein Probierle. Mhm. Zart, saftig. Mhm. Und dieses Mal kommt auch mit dem Rip-Rub eine Schärfe raus, was daraus oder darauf zurückzuführen ist, dass die ja im eigenen Saft in den Sous-Vide-Beutel gegart sind. Und ja, wenn was auch in der Pfanne schmort oder so, das holt, wenn ein bisschen Cheyenne oder sonstiges drin ist, sorry, holt sich das wirklich die letzte Schärfe daraus. Und ja, das merkt man halt jetzt. Ja, richtig schön angenehm. Aber jetzt schauen wir, bis die
zweite Lage fertig ist. Und dann gibt es noch leckere Kartoffeln dazu und dann können wir essen. Die zweite Runde bloß auf dem oberen Rost. Ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal geglazed. So bleiben sie noch ganz kurz liegen und dann gehen wir rein. Zwecks Jugend im Haus essen wir heute halt herinnen. Draußen ist zwar schönes Wetter, aber was soll's. Die zweite Lage jetzt von den Ribs in der oberen Ebene ist wesentlich schöner geworden. Also so ist es perfekt. Und dazu gibt es jetzt lecker die Kartoffeln. Zerrupft du, ich habe kein Stativ da. Wie gut sind sie fall off the bone? Fall off bone. Ja, dann wird ja der Knochen selber rausfallen. Warte mal, ich zieh mal hier, halt mal fest. Ja, gut. Kann man fast sagen, fall off the bone. Lass das schmecken. Danke. Ja, und ich hau mir meins jetzt ins Gesicht. Ja, wenn die Jugend da ist, dann sage ich halt Oma. Mhm. Da bin ja auch nicht der Opa. So, jetzt probieren wir erstmal die Kartoffelchen. Hm? Hm. Rosmarinkartoffeln, mein Schatz. Mhm. Hm, fein. So. Hm. Sehr lecker. Machen wir nachher das Fazit draußen. So, Freunde, das, was hier unten drunter so relativ dunkel geworden ist, schaut's her, das ist nur die Silberhaut. Also wirkt die Silberhaut zum Schluss hin nochmal so richtig schön wie eine Schutzschicht oder auch wie ein Bacon Shield. Ja gut, das Bacon Shield wird es wahrscheinlich besser schmecken. So, dann popel ich mir jetzt den Rest hier noch weg und tu mir das restliche Stück auch noch einverleiben. So, Freunde, den Grill haben wir einer Selbstreinigung unterzogen. Also die Platte unten drin glüht. Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man komplett zumachen und ausgehen lassen. Und wir können jetzt unser Fazit sprechen. Tja, Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Die Ribs waren wirklich sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Also hätten sie jetzt nicht geschmeckt, hätte ich ja die Schuld auf den Beef Buddy schieben können, weil von dem war das Gewürz. Die Schärfe hat sich gegeben durch den Ahornsirup. Also wo wir drin gegessen haben, war nichts mehr scharf und einfach nur lecker. Die Silberhaut war in dem Falle sehr sinnvoll, dass man sie dran gelassen hat. Das war so richtig schön noch das Schutzschild von unten. Und man konnte sie hinterher sehr gut wegzwokern. Tja, was soll ich sonst noch sagen? Man hätte es natürlich auch auf einem anderen Grill machen können, auf der Weberkugel, auf dem Gasgrill danach ziehen, aber mein Gott, das war halt jetzt wieder ein bisschen eine Spielerei. Aber sie hat Spaß gemacht. Gut, in diesem Sinne beende ich dieses Video. Ich wünsche euch was. Und natürlich würde ich mich wieder über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht mal wieder ein paar neue Abonnenten. Tja, also dann, bis demnächst. Hey ho, heute machen wir mal wieder egal, mach jetzt einfach weiter. So, Freunde, dann noch das Fazit. Also, nee, das regt mir auf. Ja, das war's dann mit Bastelspaß mit dem Mini-Kamado. Ja, das nächste Video wird dann definitiv sein Pizzaspaß mit dem Mini-Kamado.